Die Behörden in Bergkarabach haben die Auflösung der selbsternannten Republik verkündet. In einem Dekret ordnet die Führung der örtlichen Behörden an, zum 1. Januar 2024 alle staatlichen Institutionen und Organisationen in der Kaukasusregion aufzulösen. Bergkarabach werde damit, Zitat, aufhören zu existieren. Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, in dem Gebiet leben aber überwiegend Armenier. Aserbaidschan und Armenien kämpfen seit Jahren um die Region. Am 19. September startete Aserbaidschan dort eine groß angelegte Militäroffensive. Bereits einen Tag später mussten sich die pro-armenischen Kämpfer von Bergkarabach geschlagen geben. Laut der Regierung in Erivan sind bereits 65.000 Menschen und damit mehr als die Hälfte der Bevölkerung Bergkarabachs nach Armenien geflohen.